Okay, die laufen jetzt alle aus dem Schulgebäude raus. Und nein! Sind das Polizisten? Wie viele Polizisten sind das? Schule schwänzen ist ja nicht gut und so, aber ist das nicht ein bisschen übertrieben, dass man festgenommen wird, dass die Polizei kommt? Ich kann gerade nicht glauben, was ich hier gucke. Du hast mal wieder keinen Bock auf die Schule, hast keine Lust, die Lehrer zu sehen und die Hausaufgaben hast du auch nicht gemacht. Deine Eltern sollen am besten auch nichts davon mitbekommen. Dann schwänz doch einfach die Schule. Wäre auf jeden Fall immer eine Möglichkeit, Leute, aber ich kann euch sagen, nicht die beste Möglichkeit. Dennoch schauen wir uns die heftigsten Videos im Web an, wo Kinder dabei erwischt werden, wie sie Schule schwänzen. In diesem Sinne, wie geil ist das denn? Magang sind am Start, Embargo ist am Start. Willkommen zu diesem Video. Ich hoffe, dass es euch heute richtig gut geht und dass ihr ein verdammtes Lächeln auf dem Gesicht dabei habt. Jetzt habe ich nochmal kurz ein bisschen aufgeräumt, ja. Ich möchte ja nicht, dass ihr mein Video heute schwänzt, ja, weil irgendwie der Hintergrund unordentlich ist, aber Grüße gehen auf jeden Fall raus an die Margangster. Lenny Schmidt. An Hashtag LMargoGang. Margangster am Start. Und an Lauren Derksen. Den ersten Kommentar hat XX alles hier XX geschrieben. Wenn du im nächsten Video auch grüßt werden willst, einfach Kommentar schreiben oder im nächsten Video der allererste Kommentar. Leute, bevor wir jetzt aber in die Videos gucken und vielleicht etwas lachen werden, will ich nur gesagt haben, bitte schwänzt nicht die Schule, ja. Das ist nicht gut und ich habe es auch nie getan, auch wenn ich nicht immer Bock auf Schule hatte. So, Freunde, wir starten direkt ins erste Video. Ich rede nicht lang und zwar sehen wir hier schon einen Reporter. Also das ist irgendwie eine richtige Nachrichtensendung. Also wir machen eine Reportage über einen Jungen, der schwänzt. Do you think this is cruel or just unusual punishment? A Dayton mother makes her son stand outside his high school holding a sign that says he skipped class and he got suspended. Tonight, Harley's Coulter gives you the... Ey, dass eine Nachrichtensendung über einen Schüler berichtet, der geschwänzt hat. Habt ihr sonst keine Themen? Gab es sowas mal in Deutschland? Hat mal irgendwelche Sender darüber berichtet? Klein Justin hat heute wieder die Schule geschwänzt und muss jetzt vor der Schule warten und als Bestrafung ein Schild hochhalten. Ich werde Amerika nie verstehen. Ist auch eine Möglichkeit, das in den Nachrichten zu zeigen. Auf jeden Fall habt ihr gehört, der Junge hat die Schule geschwänzt und muss jetzt von seiner Mutter als Bestrafung ein Schild hochhalten. Lowdown from mom herself. Come on. We don't have all day. 18-year-old Anthony Palmer. Er ist auf jeden Fall richtig motiviert. Er später. Heult fast. Oh geil, und die Mutter so, come on. Jetzt halt mal das Schild hoch. You are not helping yourself at all. I can make you stand out here when you're not on punishment. His mother made him make this sign saying, I decided to skip my fourth period class. Now I'm suspended. Don't be like me. Go to class. Okay, auf dem Schild steht, ich habe mich entschieden, Schule zu schwänzen und jetzt bin ich suspended, also ich bin beurlaubt sozusagen. Bitte sei nicht wie ich, geh zum Unterricht, geh zur Schule. Nein! Ja, man muss vielleicht Ärger kriegen, wenn man geschwänzt hat, aber mit dem Schild auf die Straße und die Mutter steht daneben. Gut, machst du das. Halt das Schild hoch. Gut, machst du das. Und nach 2 Stunden, gut, bist du entlassen und jetzt geh wieder zur Schule. Stay in school. I was looking for a way to make sure he understood not to do it anymore and so that he could feel what I feel whenever I get Anthony. A call that he's been misbehaving. Geil, und die Mutter zeigt sich nicht mal. Anthony muss also an der Straße stehen und das Schild hochhalten. Die Mutter hat gerade nochmal gesagt, sie hat einfach nach einem Weg gesucht, wie man den Jungen bestmöglich bestrafen kann. Und das ist halt einfach in der Öffentlichkeit sozusagen demütigen. Und ja, das ist doch eine gute Sache, seinen eigenen Sohn zu demütigen, oder? Das ist, will doch jeder, oder? Seine Klassenkameraden gingen alle an ihm vorbei. Aus Sünde, und er steht da. Tough love. You can't learn if you're in the hallways. You're not learning the lessons. These are lessons that you're supposed to be learning to take you through the rest of your life. And he's sitting here playing around. Ich kann gerade nicht glauben, was ich hier gucke. Not help him succeed and learn how to make it in life. And hoping her teenage son. Vor allem das Kamerateam filmt ihn ja auch noch. Do you think you'll ever do this again? No. Willst du sowas nochmal machen? Nee, nie wieder. Elise Coulter, Fox 45 News. Er hat richtig Bock. Palmer stood outside his high school for at least an hour. His mother says he's a senior and hopes after this he'll continue his education. Für über eine Stunde saß er draußen vor der Schule. Ja. Das war der erste Clip. Was zum Teufel? Die Mutter hat sich einfach mal gedacht, ja, anstatt mal mit ihm zu reden, mal in Ruhe oder irgendwie auch keine Ahnung, Bestrafung zu machen, nehmen ihm das Handy weg, keine Ahnung oder so. Nein, nein. Wir stellen ihn direkt vor die Tür. Ich beantrage noch ein Kamerateam, das ihn richtig demütigt und sagt, wirst du sowas nochmal machen? Und er steht da. Sünde. Also da... Nee, das würde ich...
Nee, nicht mal Klein Justin hat sowas verdient. Also, das ist schon echt böse. Das smasht auf jeden Fall jetzt schon mal den Daumen hoch, Leute. Das ist ja echt der absolute Wahnsinn. So, Freunde, es geht direkt in den nächsten Clip. Und zwar wurde hier ein Junge beim Streamen erwischt, wie er die Schule schwänzt. God, fucking... Also, er spielt Call of Duty irgendwie, keine Ahnung. Er müsste eigentlich in der Schule sein. You are not playing! Du spielst jetzt nicht etwa, oder? Stop screaming! Shut off! I told you! Mach das aus! Pull out all those wires! Hau ab! Shut up and get back in bed! Don't ignore me, Adam! Ah! Mom? Ah, und geht zurück ins Bett, sagt sie. Okay, er ist nicht in der Schule, weil er krank ist oder angegeben hat, krank zu sein. Und anstatt im Bett zu liegen, zockt er jetzt Call of Duty. Wie sieht es bei euch aus, Leute? Wenn ihr krank seid von der Schule, dürft ihr zocken oder viel am Handy sein? Oder solltet ihr eher still im Bett liegen oder so? Schreibt es mir in die Kommis, würde mich mal interessieren. I've been sleeping all day. I don't care! Get back in bed! Ich habe den ganzen Tag geschlafen. So, das interessiert mich nicht. Geh zurück ins Bett. Ah, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so... Du bist mein Problem. And? Du bist nicht zur Schule heute gegangen. You missed instruction today! Oh, I missed the instruction at a great school. It was up to me, he'd be in, but it's not completely up to me. Get back in bed right now. Jetzt sehen wir auf die Mutter. Alles live, brüllen die sich jetzt gegenseitig an. So, ey, du müsstest jetzt in der Schule sein. Das ist dezent unangenehm, oder? So 100%, ich kann es nicht verstehen, weil wenn er wirklich krank ist, weil ich sag mal am PC sein und zocken könnte man. Aber zur Schule gehen ist dann wirklich ein bisschen viel, weil man halt auch nicht andere anstecken möchte. Aber wiederum könnte er aber auch was für die Schule tun, irgendwie, keine Ahnung, Hausaufgaben oder sich was vorbereiten. Das kann man ja auch krank machen. Ah, ist schwierig, ist schwierig. You stayed home because you claimed you were too sick to go to school. I was. Now you're okay? I'm not okay. Ja. Er hat auf jeden Fall angegeben, dass er zu krank ist, um zur Schule zu gehen. Er zockt jetzt einfach weiter. Die brüllen sich jetzt gegenseitig weiter an. I don't want to get in bed anymore. I've been in bed for over 24 hours. Okay, then do homework. I don't have homework. Yes, you do. No, I don't. Yes, you do. Er meinte so, ey, ich war 24 Stunden jetzt schon im Bett und hab gepennt und so. Und er meinte, ja, der macht doch Hausaufgaben oder so, aber hör auf zu zocken. Und das kann ich so ein bisschen verstehen. Aber ist schwierig. Ich hab Bock auf Milchbrötchen. Milchbrötchen sind lecker. Kennt ihr die Dinger? Ich liebe die Teil. Geht zur Schule, macht eure Hausaufgaben und so schnell wie möglich fertig und dann habt ihr schön viel Zeit, um Elmago-Videos zu gucken oder Elmago auf Instagram abzuchecken oder auf neue Videos von Elmago zu warten, weil das sind halt die geilen Sachen im Leben, ey. Man muss sich ja mal was gönnen. Das nächste Video heißt Die ganze Klasse schwänzt Schule. Und ja, ohne mal lang zu schnacken, ja, steigen wir einfach mal ein. Okay, die laufen jetzt alle aus dem Schulgebäude raus. Und nein! Sind das Polizisten? Amerika. Das einzige Land, wo du verhaftet wirst, wenn du Schule schwänzt. Amerika. Ein Nachrichtensender berichtet über dich, wenn du Schule schwänzt. Die Polizei kommt und verhaftet dich, wenn du Schule schwänzt. Schule schwänzen ist ja nicht gut und so, aber ist das nicht ein bisschen übertrieben, dass man festgenommen wird, dass die Polizei kommt? Irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ist das Land komisch. Das Land ist echt komisch. Ich stell mir gerade vor, wenn man Schule schwänzt und die ganze Klasse schwänzt, ja, kommen einfach mal 5, 6 Polizisten und nehmen einfach alle mit oder so auf die Wache. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Wie viele Polizisten sind das? 6, 7, 8, das sind locker jetzt schon bestimmt 10 Polizisten gewesen. Und sie filmt da und schreit da rum. Wie respektlos sind die. Junge, benimmt euch doch mal, Alter. Und dann weißt du, was passiert, gell? Jugendamt. Ey, viele Polizisten. Ey.
Ey, wir verstehen das gerade nicht. Die haben Handschellen an. Die haben die Hände hinterm Rücken, weil sie die Schule geschwänzt haben, weil die sich versteckt haben oder weil die ich weiß nicht, was die getan haben. Die werden festgenommen, Leute. Sie werden jetzt alle in Polizeiautos gepackt und werden zur Wache gefahren. Ja, haben wir die. Wie viele Polizisten sind denn das? Was denn? Da stehen die Polizeiautos. Was habe ich mir angetan? Ich finde das echt amüsant, Alter. Und die werden jetzt alle auf die Wache gebracht und dann werden einfach nur die Eltern angerufen und dann werden sie abgeholt. Okay, dann kriegen sie Ärger, aber wahrscheinlich kommen die noch in den Knast. Ey, Amerika traue ich alles zu. Die kommen wahrscheinlich noch in den Knast. Liked das Video jetzt unbedingt, falls ihr es noch nicht getan habt, damit wir, würde ich mal sagen, die 12.222 Likes auf jeden Fall mal knacken können. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Und Leute, abonniert meinen Kanal, wer es noch nicht getan hat. Abonnieren kannst du auch ganz schnell hier. Hier siehst du ein anderes cooles Video von mir. Hier siehst du meinen allerneuesten Upload. Ja, klickt irgendwo drauf. Schwänzt nicht die Schule, Leute, sondern geht immer brav hin. Wir sehen uns in einem neuen Video. Bis dann. Ciao, ciao, euer El Mago.